die war halt, glaube ich, 1,80 groß und Model. Du bist keine 1,80 groß. Das ist das Problem. Aber Model? Guten Morgen, Leute, und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog hier. Eigentlich ist es gar kein Morgen mehr, sondern mittlerweile schon Mittag. Ich glaube, wir haben jetzt 12 oder so, weil ich den Vlog halt jetzt gerade erst anfange. Nein, ich war gerade schon bei IKEA mit meiner Mama zusammen, weil wir für Diana einen neuen Schreibtisch gekauft haben. Die Dame ist nämlich gerade noch in der Schule. Und dann haben wir gedacht, wir fahren um 9:30 Uhr pünktlich los, damit wir um 10 Uhr zur Eröffnung da sind. Oh, mein Knopf ist noch auf, weil ich gerade gesessen. Habt ihr auch immer euren Knopf auf beim Sitzen? Weil das leiert sonst so aus und das ist so eng. Naja, wir waren auf jeden Fall gerade bei IKEA und haben diesen Schreibtisch geholt, weil Jana halt noch in der Schule ist und es nur noch eine Tischplatte davon gab. Und deswegen sind wir zur Eröffnung direkt hingefahren. Die Tischplatte war natürlich nicht mehr da. Deswegen mussten wir dann noch in den IKEA nach Düsseldorf fahren, also nochmal weiter. Und dann wieder nach Hause fahren, also hat das jetzt echt lange gedauert. Eigentlich wollten wir halt nur, ich glaube, 3 Tischplatten waren das. So eine Alex-Kommode und 2 Tischbeine. Und eine von diesen Tischplatten, die wir brauchten, gab es nicht mehr. Und dann mussten wir noch in einen anderen IKEA fahren. Aber wir sind jetzt wieder zurück und ich habe heute auch noch nichts gegessen. Es ist jetzt schon nach 12 auf jeden Fall. Deswegen werde ich das jetzt erstmal machen und mich dann schminken. Und gleich werde ich den Weihnachtsbaum schmücken. Ich habe nämlich gestern meinen Weihnachtsbaum aufgebaut, beziehungsweise ich hatte meinen Weihnachtsbaum schon aufgebaut und dann habe ich aber einen neuen kaufen müssen. Aber das erzähle ich euch gleich, warum ich das gemacht habe, falls ihr es nicht in meiner Insta-Story gesehen habt schon. Genau. Darauf freue ich mich sehr. Endlich Weihnachtsbaum aufbauen. Der sieht jetzt schon so schön aus. Aber da sind halt noch keine Ornamente dran. Oder wie nennt man das? Kugeln, ja. So, mein Toast, nicht mal Toast, sondern mein Knäckebrot ist verspeist. Es ist jetzt halt schon so spät, deswegen wollte ich einfach nur irgendwas schnell essen und dann gleich lieber Mittagessen, weil ich mag Mittagessen lieber als Frühstück. Ich glaube, da bin ich auch eine der wenigen, weil die meisten lieben Frühstück. Größtenteils kenne ich auf jeden Fall Leute, die immer sagen, Frühstück ist die beste Mahlzeit des Tages und da kann ich leider nicht zustimmen. Es sei denn, es gibt Pancakes, dann, obwohl, die mag ich eigentlich auch nicht so oft. Die mag ich nur manchmal. Okay, never mind, Frühstück ist definitiv nicht die beste Mahlzeit des Tages. Ich sitze jetzt hier in meinem Klamottenzimmer und Leute, ich habe gestern die ganze Wohnung geputzt, bis auf dieses Zimmer, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ich habe das komplette Badezimmer geputzt, die Duschwände komplett entkalkt, alles geputzt, neu einsortiert, aussortiert und die Küche geputzt, jedes Brett an der Küche, alles was da ist, irgendwie geputzt und abgewischt. Dann habe ich den ganzen Boden im Wohnzimmer gewischt. Ich habe den Weihnachtsbaum abgebaut und den anderen aufgebaut. Und ich konnte einfach nicht mehr. Und guckt euch mal an, wie es hier noch aussieht. Also es liegt hier wirklich so unfassbar viel Kram rum. Hier ist auch so unordentlich. Muss ich heute unbedingt noch machen. Obwohl ich echt keinen Bock mehr habe. Wirklich nicht. Ich habe sogar den Boden gewischt, Leute. Und wischen ist, finde ich, ungefähr das Schlimmste, was man im Haushalt machen muss. Ich hasse wischen. Oh, warte. I'm ready. Ich muss mich jetzt fertig machen. Ich habe gerade Wasser mit ein bisschen zu viel Limettensaft gemacht. Ich werde mich auf jeden Fall jetzt erstmal schminken. Zuerst muss natürlich ein wenig Creme auf das Gesicht. Das mache ich auch erst seit kurzem. Ich habe irgendwie nie den Sinn verstanden, unter sein Make-up Creme zu machen, weil das bei mir dann immer alles so matschig war und nicht gehalten hat. Mittlerweile ist es irgendwie nicht mehr so. Ich habe jetzt meinen Concealer drauf gemacht und als Puder benutze ich jetzt das Essence All About Matte Fixing Powder, aber nicht die normale Edition, das ist ja normalerweise rot, sondern das aus meiner Box. Also falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich habe mit Essence zusammen meine eigene Box rausgebracht und zwar nennt die sich Julia's Melody Box. Da drin sind richtig viele coole Sachen. Das Puder jetzt gerade nicht. Ich habe meine eigene Palette zum Beispiel mit Essence rausgebracht. Die zeige ich euch gleich auch noch auf jeden Fall genauer. Und dann sind meine liebsten Produkte aus dem Essence Standardsortiment, aber in der Melody Edition da drin. Zum Beispiel meine Lieblingswimperntusche, mein Lieblingslipgloss, dieses Puder hier. Ein Nagellack, den ich auch unfassbar doll liebe. Und in der Melody Box sind noch drin so ein süßes Armband hier. Und zwar trage ich das auch. Das ist jetzt quasi so unser Freundschaftsarmband, würde ich sagen, für die, die die Box kaufen. Das ist so ein süßes hellblaues Armband mit einer Note dran, passend zur Melody Box. Und was ich richtig, richtig cool finde, ich liebe die. Wartet, ich mach's mal ab. Ich habe Temporary Tattoos designt. Ich hoffe, man kann das jetzt erkennen. Ich trage hier auch noch eins. Das habe ich mittlerweile seit, glaube ich, 2 Wochen oder so hier dran. Und es ist einfach immer noch da. Da sind ganz, ganz viele verschiedene Motive drin. Und ich wollte, dass die aussehen wie echte Tattoos, weil ich das selber total cool finde. Mir einfach mal so ein paar Sachen auf die Haut zu kleben, die aussehen, als wären sie echt, aber sie sind gar nicht echt. Und hier sind wirklich richtig viele coole Motive drin. Also sind auch 2 verschiedene Seiten. So sieht das
dann aus. Ich bin so ein Mega-Fan. Ich benutze wirklich nur noch die Sachen aus der Box. Also logischerweise benutze ich sowieso nur noch die Sachen aus der Box. Aber die ist jetzt seit, ich glaube, 2 Wochen mittlerweile fast draußen oder einer Woche erst. Ich finde es mega, mega cool, wie gut die Box bei euch ankommt. Also falls ihr noch nicht davon gehört habt oder sie euch noch nicht genauer angeschaut habt, dann macht das auf jeden Fall noch, Leute. Die Box ist wirklich so, so toll geworden. Und was auch mega cool ist, ihr könnt die Box selber hier nachher auch weiterverwenden. Das ist eine richtig hochwertige, tolle Box. Und ihr könnt diesen Einsatz hier von den Produkten einfach da rausnehmen. Und dann habt ihr so ein richtig cooles Aufbewahrungsmittel, das auch noch richtig, richtig schön aussieht. Also wenn man das so im Regal stehen hat, hat man hier dieses coole Pause, Weiterspielen oder Shuffle Zeichen. Die ist so, so cool. Also wir haben uns wirklich bei allem was gedacht. Selbst die Box könnt ihr weiterverwenden. Und jetzt zeige ich euch mal die Palette. Das hier ist die Palette. Die heißt Julia's Melody Shades. Und tada! Das ist natürlich die Palette, die ich jetzt selber die ganze Zeit benutze. Deswegen sieht die auch schon ein wenig benutzt aus. Aber das sind die Farben hier drin. Ich liebe die überall alles und guckt euch mal bitte die krasse Pigmentierung an. Ich gehe jetzt mal hier kurz in das Blau. Guck, wie heftig. Oder hier das Orange. Oh mein Gott, diese Farbabgabe ist einfach krass. Vor allen Dingen von diesen glänzenden Farben hier, von diesen Schimmerfarben. Es ist einfach der Überhit. Kann man das erkennen, wie heftig das ist? Bin so überwältigt. Die ganze Box zusammen kostet nur 19,99 €. Hier ist auch noch ein Spiegel in der Palette drin, was ich auch mega praktisch finde. Und mit dieser Palette könnt ihr wirklich so unfassbar viele verschiedene Looks schminken. Hier sind ganz viele verschiedene Brauntöne drin, dann trotzdem aber noch so besondere Farben, mit denen man einfach so viel machen kann. Diese lila Töne hier sind auch richtig, richtig schön. So, so schön. Und ich werde mich jetzt mal damit schminken. Mein Alltagslook ist eigentlich momentan immer diese Farbe hier aufs ganze Lid und dann nehme ich eine Mischung aus dem Orange und dem Braun und mache das in meine Crease, weil ich finde, diese Orange-Stich sieht so, so schön aus, vor allen Dingen bei blauen Augen, weil das die Augen nochmal so strahlen lässt. Also falls ihr blaue Augen habt, unbedingt diese Kombi ausprobieren. Ohne Spaß, Leute, ich verarsche euch nicht. Ich glaube, heute mache ich mal so dieses Gold mit Lila. Also diesen Goldton hier unten mache ich auf mein gesamtes bewegliches Lid. Und dann nehme ich diesen Ton hier. Kann ich euch auch mal swatchen. Der sieht so aus. Also so ein schönes lila-braun eigentlich. Da tupfe ich nur so ganz leicht rein, weil die wirklich so gut pigmentiert sind. Und gebe das hier in meine Crease. An den unteren Wimpernkranz mache ich jetzt diese Farbe hier, aber auch nur so ganz leicht. Und ich möchte, dass dieser Goldton hier so richtig schön pigmentiert ist. Deswegen mache ich den jetzt nochmal mit den Fingern drauf. So, ich habe jetzt gerade mal Bronzer drauf gemacht und meine Augenbrauen gemacht. Und jetzt kommen wir zur Wimperntusche. Es fragen mich ja so, so viele sowieso immer, wie ich meine Wimpern mache, weil die immer so hoch stehen und so lang aussehen. Das liegt an diesem Trick. Also ich zeige es euch jetzt einfach einmal, wie ich meine Wimpern immer mache. Und zwar benutze ich eine Wimpernzange und biege die Wimpern damit erstmal hoch, damit das dann im Endeffekt so aussieht. Und ich gehe dann immer an meine äußeren Wimpern, damit die nicht ganz so nach oben stehen, weil sonst sind die auch so gerade nach oben und das will ich nicht. Und dann benutze ich die Wimperntusche aus meiner Box. Das ist die wasserfeste Version. Dann streife ich immer hier am Rand die Wimperntusche so ab. Dann gehe ich damit ganz einfach an meine Wimpern, sodass wirklich nur noch wenig von der Wimperntusche dran ist. Dadurch separieren sich die Wimpern nämlich so richtig, richtig schön. Das funktioniert mit dem Bürstchen auch mega gut. Die Wimpern bleiben ohne Spaß, dadurch, dass es die wasserfeste Version ist auch, den ganzen Tag oben und sehen überhaupt gar nicht verklumpt aus. Kann man das jetzt erkennen, wie krass hoch die Wimpern stehen und trotzdem so separiert sind, aber trotzdem ist es gleichzeitig auch so ein schwarzer Ansatz. Also ich liebe diese Wimperntusche einfach. Die macht so einen richtig schönen tiefschwarzen Wimpernkranz und die Wimpern sind so schwarz getuscht, aber sehen gleichzeitig halt noch aus wie einzelne Wimpern und man hat nicht einfach so klumpige Spinnenbeine. So sehen meine Wimpern jetzt aus und ich habe schon mal Lip Liner drauf gemacht und zwar von Essence einen. Den benutze ich immer, das ist der Soft Berry, der ist nicht in meiner Box drin. Aber dafür, tada, dieser Lipgloss hier. Und zwar der Shine 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 Wet Look Lipgloss. Klebt nicht, der hält so unfassbar lange und der lässt die Lippen so schön aussehen. Wartet.
Oh yeah. Ich liebe diese Palette einfach so unfassbar doll. Also, falls ihr die Box noch nicht habt, ist übrigens auch ein richtig, richtig schönes Weihnachtsgeschenk. Wie gesagt, sie kostet 19,99 € und hat wirklich alles darin, was man braucht, plus das Puder. Die gibt es nur online zu kaufen. Zum Beispiel bei DM auf der Webseite, bei Amazon bekommt ihr die und natürlich bei essence.eu. Ich packe euch alle Links, wo ihr die Box bekommt, unten in die Infobox. Es gibt sie auch in Österreich und in der Schweiz. Da packe ich euch auch die Links rein, wo ihr die kriegt, zum Beispiel bei Cosmetic for Less oder bei Beauty Palast. Also schaut auf jeden Fall unten in die Infobox rein und ja, holt euch die Box. Ich bin jetzt fertig mit Schminken und ich habe jetzt definitiv keine Lust, gerade den ganzen Kram hier einzuräumen. Deswegen mache ich das einfach später. Übrigens sind bei mir Pakete angekommen und die werden wir jetzt einfach mal zusammen auspacken. Das nicht für mich, das ist für meinen Papa. Und mein anderes Paket ist von ASOS. Ich wollte nämlich eine neue Jacke, weil ich habe nur eine. Das ist natürlich auch überhaupt nicht ausreichend. Weißt du, weil ich habe gesehen bei einer im Flugzeug, die mit mir geflogen ist letztens, die hatte so einen Mantel an und darunter eine Jogginghose und so ein graues Oberteil. Und das sah richtig gut aus. Dann könnte ich einfach mit einer Jogginghose rausgehen und dann würde ich aber trotzdem schick aussehen, weißt du? Und dann wird es keiner merken, dass ich eigentlich eine Jogginghose trage. Sieht nicht aus wie ich, das ist ganz komisch. Warte, ich stelle das Outfit nach, ja. Bei ihr sah das ziemlich besser aus. Guck mal, wie ich aussehe. Hast du Jogginghose gesagt, ne? Ja, sie hatte halt genau das eigentlich doch, an. Ja. Die hatte solche Schuhe an, so eine richtige Gammel-Jogginghose und so ein hellgraues Oberteil dabei. Also ich sehe eigentlich gerade genauso aus wie die. Nur die war halt, glaube ich, 1,80 groß und Model. Du bist keine 1,80 groß. Das ist das Problem. Aber Model? Hier ist übrigens mein Weihnachtsbaum. Aber ist noch nicht fertig. Ja, nee, der ist noch nicht fertig. Ich muss ihn gleich noch schmücken. Ich hatte eigentlich den gleichen in 1,20 Meter groß. Warte, ich kann jetzt auch wieder selber reden. Du brauchst nicht die Kamera machen, sorry. Ich hatte eigentlich den gleichen Baum hier in 1,20 Meter groß. Also den kennt ihr vielleicht, wenn ihr meine Videos schon mehrere Jahre schaut. Ich hatte den auch damals schon in meinem Kinderzimmer. Der war eigentlich auch immer noch richtig schön, den hatte ich hier stehen, aber der war so ein bisschen schief. Und dann wollte ich den gerade biegen und dann habe ich einfach den kompletten Baum abgebrochen, in zwei Teile gebrochen quasi. Und dann habe ich den erst versucht noch zu flicken mit Paketband und dann habe ich so ein Stäbchen, so ein Essstäbchen da dran gemacht, damit das so das hält. Aber das hat irgendwie nicht funktioniert, der war so richtig schief. Und deswegen habe ich genau den gleichen nochmal bestellt, aber in zwei Nummern größer, also den gibt es auch noch in 1,50 Meter und jetzt in 1,80 Meter und ich dachte mir so, da ich das hier sowieso ein richtiges Wohnzimmer habe, kann ich auch einen größeren Baum nehmen, oder? Ich habe aber trotzdem jetzt ein Problem mit der Jacke. Was mache ich denn jetzt? Wenn du mich so sehen würdest und ich so herlaufen würde, direkt zu dir denken, oh, was ein hübsches Mädel oder oh, eine 35-Jährige. Was machst du denn jetzt? Oh, nee! Ach, du Schande. Was ist das denn? Jetzt sehe ich aus wie so eine Lehrerin, die mit ihren Schülern Das hast du jetzt gesagt. Ja, so eine hatten wir auch. Also wir hatten so wirklich... eine Lehrerin? Ja, kein Spaß. Die sah wirklich genauso aus. Also ohne die Jogginghose jetzt. Aber die sah echt so aus und die hatte was mit einem Schüler. Ist das? Ja. Hast du mir nie erzählt? Wir hatten auch einen Lehrer, der seine ehemalige Schülerin geheiratet hat. Geil. Oder geheiratet? Ich glaube, mit ihr zusammen war er auf jeden Fall dann. Ich hab jetzt Nudeln. Ich habe jetzt fertig gegessen und ich habe hier die ganzen Kugeln, die ganzen Weihnachtskugeln, von dem alten Baum abgemacht. Aber das waren halt echt nicht mehr viele, die ich da dran hatte, weil die alle mal abgegangen sind und kaputt gegangen. Ich hatte richtig, richtig viele voll hübsche. Also ich finde die süß. Und zwar diese hier. Die habe ich vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren, glaube ich, bei Nanunana gekauft. Und die gibt es dementsprechend natürlich nicht mehr. Und ich finde die so, so süß. Deswegen habe ich überlegt, ich versuche die einfach selber zu machen. Das war so ein Fail. Also ich habe ganz viele durchsichtige jetzt gekauft. Und dachte, okay, es ist ja wohl kein Problem bei Amazon, diese weißen Dinger hier zu bestellen. Die sind so mit Glitzer... Teilchen dran. Und ich habe sie auch gefunden. Allerdings erstens nur mit so silbernen kleinen Strängen dran. Also diese kleinen Stränge, die da aus den Pompoms rausgucken, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ich habe 7 € dafür bezahlt, nur mal so nebenbei, weil ich dachte, das wäre so eine riesige Packung. Das war aber keine riesige Packung, sondern das hier ist angekommen. Also ich habe ungefähr die Menge an Füllung von einer Weihnachtskugel jetzt. Das sind 50 Stück. Ich dachte, da stand 500 Stück. Was waren 50 Stück? Und ja, jetzt habe ich 7 € dafür bezahlt, um eine
von diesen Kugeln befüllen zu können. Deswegen muss ich irgendwie später mal bei, keine Ahnung, Teddy oder so gucken, ob die sowas haben, weil ich habe jetzt nicht vor, nochmal diese Menge hier 10-mal zu bestellen und im Endeffekt 70 Euro für eine Füllung von Schneekugeln, also von so Kugeln auszugeben. Ich war ja gerade bei Ikea mit meiner Mama und habe mit ihr ja das Teil für meine Schwester geholt und da habe ich dann noch diese Lichterketten hier gefunden, also so Papierlichterketten. Und ich dachte erst, das wären normale Ornamente, Weihnachtskugeln. Wieso sage ich die ganze Zeit Ornamente? Aber es heißt ja auch so, ne? Also geht eigentlich. Aber das war dann im Endeffekt eine Lichterkette, was ich jetzt auch nicht so schlimm finde. Ich brauche zwar eigentlich keine Lichterkette noch da dran, aber ich kann die ja auch theoretisch ausgeschaltet lassen, wenn es zu viel Licht wird, also wenn es zu viel leuchtend ist. So sehen die aus und ich fand die voll süß. Ich werde den jetzt mal versuchen anzufangen zu schmücken mit den Sachen, die ich halt habe und benutzen kann. Guten Morgen, Leute. Es ist der nächste Tag und ich sehe, glaube ich, auch so aus, als wäre ich gerade erst aufgestanden. Aber egal, hier ist so ein bisschen was los. Also steht so ein bisschen Pappe und so rum, weil ich gestern eventuell noch bei Ikea war. Also mein eigentlicher Plan war ja nur, noch eine Lichterkette zu holen für den Baum. Es ist dezent ausgeartet in eine andere Idee, die ich aber schon vor 2 Wochen hatte. Also es war keine Blitzidee. Oh, das ist ein Haar. Hat man das überhaupt gesehen? Wahrscheinlich nicht. Also ich habe jetzt auf jeden Fall eine neue Lichterkette. Wartet. Tada! Da ist die letzte Lichterkette, die das hier noch vervollständigt quasi. Aber Weihnachtskugeln habe ich trotzdem noch nicht. Die habe ich jetzt bei Amazon bestellt. Und ich habe die Füllung, also diese kleinen Pompom-Teile, die ich gestern ja euch gezeigt habe, die habe ich bei Teddy gestern nochmal gesucht. Es gab einfach nichts. Es gab nur so bunte Packungen davon, auch gar keine mit so kleinen Glitzersträngen drin. Habe ich nochmal bei Amazon gesucht. Und jetzt habe ich welche gefunden. Ich glaube, die gab es letztes Mal nicht oder ich habe einfach nicht gut genug geguckt. So ein 500er Pack für, ich glaube, 10 Euro oder so. Das habe ich jetzt bestellt und es kommt aber erst am Freitag und heute ist Dienstag. Aber was ich sonst hier aufgebaut habe, das zeige ich euch jetzt noch nicht. Das zeige ich euch im nächsten Vlog. Weil wir noch nicht fertig sind mit Aufbauen und das will ich auch noch im Vlog zeigen, aber da fange ich gleich einen neuen an. Aber ich mache jetzt erstmal mit dieser Banane hier Pancakes. Aber keine normalen Pancakes, sondern super gesunde Pancakes. Und zwar kommt da rein eine eigentlich viel zu reife, also für meinen Geschmack viel zu reife Banane. Dann 1 oder 2 Eier, je nachdem wie ihr wollt. Ich gehe auch nie so richtig nach Mengen an. Ich mache einfach immer mehr oder weniger irgendwas. Dann kommen Haferflocken rein, aber die weichen, zarten Haferflocken, nicht die groben, aber also theoretisch könnt ihr auch die groben nehmen. Dann eine Prise Salz. Und dann nehme ich noch Erdnussmus oder Mandelmus. Also eigentlich, nee, heute nehme ich Mandelmus. Ein Teelöffel. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen großartigen Unterschied macht, aber ich bilde es mir auf jeden Fall immer ein. Und man kann den Löffel ablenken und es schmeckt gut. Und dann kommt noch ein bisschen Mandelmilch da rein. Und das Ganze kommt jetzt in den Mixer. Wenn die Masse dann ungefähr so aussieht, also so ein bisschen fest schon, dann könnt ihr das in eine Pfanne machen, einfach direkt hier raus. Und ich mache da jetzt noch ein paar Blaubeeren rein, Blaubeer-Pancakes. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Und dann kann man die nach wenigen Sekunden tatsächlich, ups, auch schon flippen und dann sehen die so aus. Guckt, wie perfekt sie einfach aussehen. Und so sehen die Pancakes jetzt aus. Hier sind die mit Blaubeeren und das sind noch welche ohne. Ich esse die meistens entweder mit Agavendicksaft oder mit so einer Marmelade. So, ich habe mich jetzt gerade umgezogen, weil mir echt kalt war in dem T-Shirt. Ich weiß nicht, was ich mir daran gedacht habe, am 1. Dezember ein T-Shirt anzuziehen. Aber egal. Ich mache mich jetzt noch fertig. Und zwar natürlich wieder mit den Sachen aus meiner Box. Also wie gesagt, falls ihr die Box noch nicht habt, dann schaut unbedingt bei den Links in der Infobox vorbei. Ich würde mich jetzt an dieser Stelle hier aber verabschieden, damit ich den nächsten Vlog anfangen kann mit den Sachen, die ich bei Ikea gekauft habe. Und wir sehen uns dann beim nächsten Vlog, hoffentlich bei dem dann wieder. Tschüss!